So, Leute, da sind wir. Das ist richtig Mr. International hier. Ja, ich bin da. Ja. Richtig geil. Chat, wie geht's euch? Marc ist heute, sage ich euch jetzt schon mal, Stimmung bei Marc ist nicht so. Du siehst, der Anzug gefällt mir sehr gut. Mhm. Aber erster Tag Ramadan, Chat. Wer ist auch dabei? Eins in Chat, wer dasselbe fühlt wie Marc. Wer jeden Tag nur hofft auf Sonnenuntergang. Die Sache ist, ich habe mich so drauf gefreut und dann haust du das Essen weg und danach irgendwie willst du nur schlafen. Ja, ja, klar. Vor allem, wie viel isst du? Wie viel ist die erste Mahlzeit? Nee, nicht viel. Also eigentlich geht's. Ich esse ja sowieso momentan nicht so viel. Aha. So, von daher, eigentlich geht's, ne? Da ist eine 1 dabei, ich sehe eine 2. Ich bin auch Ramadan. Was Ramadan angeht, bin ich raus. Purple Flamingo, kann man in deinem Store auch bar bezahlen oder nur Karte? Nur Karte, Leute. Am Wochenende hatten wir auch wieder solche Leute. Wir mit Bargeld kommen. Mit Bargeld, ja, ja. Ganz witzige Nummer ist dann immer, ey, ich gebe dir das Geld bar, zahl mit deiner Karte. Im Shop? Ja. Zu dir? Nicht zu mir, aber zu den Mitarbeitern, ne? Ja. Wie dumm. Ach, ja. Warte, den Chat liest du, der ist ja übel klein. Der, ja? Liest du überhaupt Nachrichten? Ja, wenn die zu Produkten sind. Ja, aber da hat einer recht, ne? Ramadan ist wirklich sehr, sehr easy diesmal. Also mein erstes Jahr 2016, da war das Fastenbrechen 22 Uhr. 22 Uhr. Das war heftig. Das war krass. War es Sonnenuntergang um 22 Uhr, ja, ist, oder was? Ja. Warte mal, in Deutschland. Ja. Ist im Sommer. Verschiebt sich, das verschiebt, ja, ja, klar, ja, ne? Klar. Überleg mal, du hast Ramadan, fastest nah am Äquator. Da hast du ja immer um 18.30 Uhr. Ja, und ja, zum Beispiel jetzt in Las Vegas spare ich eine Stunde. Wie ist es? Chat, gibt es nicht, korrigiert mich gerne, in Norwegen ein Gebiet, wo es immer mal hell ist oder die Sonne nie scheint? Ja, gibt's auch. Aber da gibt es auch irgendwelche Rechtsprechungen, woran man sich da halten sollte. War das nicht so, dass man dann nach der Zeit in Mekka oder... Aber es gibt auf jeden Fall auch, wo es nur dunkel ist und wo es auch nur hell ist. Beides gibt's. Aber da gab es auch so Rechtsprechungen, ne? Okay, krass. Ja, du hast ja mal, ich glaube, vor Jahren haben wir gesprochen, da meintest du auch mal zu mir, ich soll auch mal mitfasten. Also hier, eine Mitarbeiterin zum Beispiel, die fastet auch nur so mit. Victoria eigentlich fastet auch immer mit. In der Schwangerschaft schwierig. Ja, also sie ist ja nicht schwanger. Ja, genau, aber aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Das ist immer was anderes. Ist bei Frauen, wenn sie schwanger sind, sind die vom Fasten dann befreit? Ja. Auf jeden Fall. Ja, muss ja, ne? Es ist immer eine Erleichterung. Also zum Beispiel jetzt momentan ist es auch so, man kann sich halt während der Arbeitszeit super auf andere Sachen konzentrieren. Und es gibt auch sehr viele Studien, die sagen, dass es halt extrem gesund ist, ne? Verstehe ich. Purple Flamingo bei Parfumo 8,5 Rating. Oh, Purple Flamingo. Ja, der neue. Aber da ist ja nicht großartig was anderes, oder? Hä, aber das ist doch immer noch orange, oder? Ne? Hey, ich kenne ihn nicht. Kennst du ihn nicht? Du schickst ja auch keine Pakete mehr raus. Nein, weil Purple Flamingo haben wir noch niemandem geschickt, weil es den nur im Laden exklusiv gibt. Denn du kannst den nur im Laden kaufen. Smart. Ja. Habt ihr mal wieder smart gemacht, ne? Haben die Leute natürlich mich auch beleidigt, ne? Wirklich? Ich schwöre dir. Was für beleidigt? Ich hab schon letztens gesagt, ey Leute, ihr müsst mal ein bisschen chillen, ne? Also ihr seid das nicht, aber wir haben hier letztens ein Video, also hier Purple Flamingo, ihr könnt Purple Flamingo auch bestellen, aber wenn ihr diese Mitgliedschaft habt, den Gentleman's Club, ich zeig dir das gleich. Ey, die Vorteile vom Gentleman's Club sind insane. Ey, das Karl S. Buchclub Vorteil auch, ey, immens. Ich sag dir eine Sache, jetzt eine Sekunde, okay? Ich zeig dir das mal und dann sag mir mal, ob das ein No-Brainer ist oder nicht, okay? Ja. Eine Sekunde, ich lese das jetzt vor, okay? Hier, so, okay? Okay, Entschuldigung. Eine Sekunde, ja. Okay, eine Sekunde, guck mal, das kostet 480 Euro. Okay, chill mal eine Sekunde. Dazu gibt es erstmal diesen Schlüsselanhänger. Gekauft. Ich bin drin. Ihr kriegt heute nach dem Stream ein neues Mitglied. Ich drehe bei. So, eine Sekunde. Ruhig. Dazu bekommst du auch eine Flasche Naxos. 200, ich glaube 50 Euro kostet die. Okay. So, jetzt hör dir mal die Sachen an. Darf ich die Augen schließen? Als erstes bekommst du 10% grundsätzlich auf jedes Parfum. Das gibt es zum Beispiel sonst nirgendwo. Alle Marken, ne? Alle Marken 10% aus unserer. Dann gibt es auf alle Fashion-Artikel und Accessoires, Collectibles, Bücher und so weiter auch 10%. Bei Büchern hast du mich? Ja. Auf jede Uhr 1% Rabatt. Nein! Und jetzt kommst du. 1% Rabatt? Chat! Jetzt Hand kommst du. Aufs Herz. Und natürlich gibt es kostenlosen Versand bei jeder Bestellung und so weiter. Und du kannst auch im Store einlösen. Chat, Hand aufs Herz. Wer von euch? Das ist nur simple Mathematik. Wirklich. Ihr kauft bei Marc so. Du hast viele, die so viele Uhren kaufen. Bei 1% hast du schon wirklich Mindestgewicht. Bei einer Uhr. Wenn du eine Uhr kaufst, bist du schon im Plus.
Wenn du Parfum, glaube ich, Parfum musst du, ich glaube, 3 oder 4 Bestellungen auslösen, jetzt in einem, mit einem Durchschnittswarenkorb, dann bist du auch schon da. Aber ist es ein Abonnement-Basis, dieser Du Gentleman's Club? kriegst einen Code, Ja. also du kriegst einen Code und der ist 12 Monate gültig. Du kannst ihn einfach einsetzen, wie du willst. Okay. Und Da bist da frage ich du. jetzt die aktiven Marc-Gebauer-Spritzer. Wer von euch bestellt denn im Jahr mehr als 3 Mal Parfüm? Ne? Nein, jetzt mal Viel ehrlich. mehr. Oder im Sinne von, ich rede jetzt von 3 Parfümflaschen. Kann natürlich auch sein, dass manche von euch schon bei einer Bestellung 3 Düfte kaufen. Ne? Ich weiß es nicht. Da sehe ich schon die 1, der ist auch VIP. Dass du VIP bist mit einer 1, das wundert mich nicht. Ne? Wächst es auch wieder da. Wächst. Bruder, du bist überall wo. Das macht mir gerade wirklich Angst. Geile Farbe. Ja, das sind schon viele. Wie viele, die schreiben können, ist Sub-Only, richtig? Naja, Ja, klar. Man will ja auch muss so nur. exklusiv bleiben. Ja, man will auch nur das lesen, was die Leute schreiben, die bezahlen oder den Nee, Prime muss, einlösen. muss, Ne? muss, muss, Bei mir muss. ist offen für alle. Ja, Bei mir oh. kommen die auch reinschreiben, Hurensohn und so. Ja, echt? Ja. Klar. Wenn wir offen machen, dann kriege ich immer nur dieselben Fragen. Der unterscheidet sich schon massiv. Massiv. Ist halt Ja, ab. die erwachsene Welt. Ist halt Iris, ne? Also sehr starke Iris-Note mit drin. Aber das ist übel schön. Ja, ne? Der gefällt mir. Also für meinen Geschmack ist der sogar vor. Du hast Jetzt im mit Laden der. zum Beispiel ist ich bin ja samstags immer da, im Laden ist immer so, jetzt Leute um die 20, die wollen immer Orange Flamingo und Leute, die halt, sagen wir mal, 25 oder 30 sind, nehmen immer den. Also erstmal, Iris ist auch super teuer, ist teurer als Oud und ja, Ja, das ist also super schön. super guter Duft, ne? Ja. Also wer da aus der Umgebung kommt von Düsseldorf, das lohnt sich, ne? Und 200. 79 Euro. Ich Ja. wusste den Preis nicht. Ich sehe das auch im nächsten Vlog, nicht in dem Vlog von heute, im nächsten Vlog. Der hat mich auch, nee, am Ende von dem Vlog jetzt hat Was mich ist, auch wenn getroffen. ich im Gentleman's Club bin und im Laden das kaufe, dann gebe ich im Auch. Laden meine Nummer ruhig, Auch. ne? Ja. Also Chat, da ist die Überlegung schon groß, mal bei Markt an einem Tag zuzuschlagen. Erstmal im Gentleman's Club für 490 Euro. Die Patek wirst du nicht los, ne? Immer wenn ich auf deine Seite gehe, lacht die mich Die an. hier? Ja, warum? Also Justin wir hat die doch auch, haben ne? Justin hat die, aber wir haben eine Abhol. Also jemand guckt sich die jetzt an. Die ist geil. Das ist eine geile Uhr. Da muss ich sagen, Ja, auf jeden Fall. Factory. Auf übel geil. Factory. Ich Factory finde Onyx Dive. Onyx extrem gut. Und Crown Clasp. Jetzt kommst Wie viel kostet die? 16. So, darf ich, Chad, ich rede ja ungern über das, was ich mal gekauft habe, aber bei dir finde ich das was anderes, weil bei dir Ja. ist der Platz dafür da, bei mir nicht. Ich habe doch eine Vollgold Datejust. Yo. Ja, und die ist auch in dem Preissegment, aber die hat Welches nur. Jahr hast du? Weiß ich nicht. Die hat ja das rote, dieses dunkelrote Ziffernblatt mit Diamanten als Index. Ja. Warum lachst du? Ne? Nee, sag mal. Okay. Warum? Nee, sag mal, warum lachst du? Oh, wenn mir gerade was Heftiges einfällt. Was denn? Ich habe noch ein Ziffernblatt extra. Für was? Also für eine Uhr. Okay, und warum lachst du dann? Ne, man könnte das in das einsetzen. In die Uhr? Was kostet denn das Ziffernblatt? Muss ich gucken. Ja, gib mal Bescheid. Aber bei mir auch heute, ich bin aufgewacht, Chat. Wo sind die Selbstständigen auch unter euch? Auch mal, wo sind die Leute? Du musst viele Selbstständige haben, es funktioniert nicht Muss, anders. muss. Dein ganzes Leben ist finanziert von Selbstständigen. Du sitzt hier im Anzug wegen Selbstständigen. Heute, ich wach auf, Abrechnung Finanzamt. Heute da gewesen? Ja, und die Woche 2 Abrechnungen. Das war die erste und die nächste kommt am Freitag. Ja, bei mir Oh. sieht es schlecht aus. Guck mal hier, dieser Zerberstus Maximus. Ja, Der ist der einer, ist der auch haut am auf. Reinhasseln, Ja, ne? Der ist am der Reinhasseln. haut richtig rein. Einer schreibt arbeitslos, Bubatz Bert. Da merkst du auch den Namen wieder, ne? Bubatz Bert, ja. Arbeitslos, aber ich bin gerne bei Marc, weil ich träume gern. Aber es Ja. ist Bubatz Bert, es geht immer, es gibt nur einen Weg und der geht nach vorne. Was denkst du von Jean-Paul Gaultier, Le Male, Le Parfum? Le Male, Le Parfum. Ja, Le Male, sorry. Alles, was wir nicht führen, ist scheiße. Sehr gut. Aber Der der ist wirklich schön. ist gut, ne? Ey, ich zeig dir gleich, ich hab eine neue Marke, die kennt kein Mensch, ne? Bortnikoff heißt die. Boah, ich schwöre, die ballert so weg. Ich schwöre, die Ja. ballert so rein. Also. Einer hat noch gefragt, meine Lieblingsuhr momentan. Ich Ja. glaube, der wartet seit 5 Minuten auf eine Antwort. Lass ihn noch 10 weitere warten, oder? Deine Lieblingsuhr ist? Ist das. Die? Nee. Okay, Ist nicht sondern? meine Lieblingsuhr. Okay. Ich finde die wahnsinnig schön. Ja. Auch wenn ich finde, die wirkt dicker als 40 mm. Jetzt gerade eine Lieblingsuhr von mir, würde ich sagen, die Aquanaut. Ich finde die Ja, immer noch heftig. am heftigsten. Aquanaut ist echt heftig.
So, wir können mal kurz durchgehen. Heute reingekommen für all die Leute im Schnelldurchgang. Das hier ist eine spezielle, die hatten wir nur einmal davor, und zwar eine seltene Japan Edition, Speedmaster Date. Die hat die Indexe aus Roségold, ne? In der Preisklasse wirklich unschlagbar. Dann, dazu kommen wir jetzt gleich zu sprechen. Da kommen wir gleich zu sprechen. Ne? Ganz, ganz entspannt. Das ist nämlich ein Projekt, wo wir einfach einen Softstart machen. So, dann haben wir hier noch ein paar andere Uhren. Okay, nichts Besonderes, nichts Besonderes. Okay, hier auch nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Sehr schöne Uhr, Jägerle Kultre. Hier auch nichts Besonderes, nichts Besonderes, nichts Besonderes, nichts, nichts, nichts. Ja, sonst haben wir nicht viel da. Aber ja, also von daher hier Bortnikow. Ich sagte dir, die werden dir gleich die Schuhe ausziehen. Wir haben uhrenmäßig haben wir wirklich aufgestockt, ne? Bei uns, wenn du hier guckst, wir hatten noch nie so viele Uhren da. Du Also. sagst ja, die hat ja nichts Besonderes. Ich habe gar nicht. Niemand hatte die Chance jetzt zu gucken. Nee, ich hab das im Schnelldurchlauf gescannt. Ich habe im Schnelldurchlauf gescannt. Ey, die Jägerle Kultre Die ist Jägerle Kultre absolut ist. Ja, Wahnsinn. die Jäger ist nice, ja. Die Jäger ist echt Was ist auf nice. der anderen Seite? Nix kannst du, also da ist nichts auf deiner Seite. Ah, die gibt's aber mit auch Day and zweiseitig, ne? Night, Day and Night gibt's auch, ja. Day and Night gibt's auch. Ey, Osman ist auch da. Ich habe mit Osman telefoniert, als du weg warst, ne? Auf der Ja. Autobahn. Osman, geiler Typ. Die Uhr ist heftig. 150 Piece Limited Edition. Cartier aus Platin. Ist jetzt halt so ein Collectors-Ding, ne? Ja. Kostet Liste über 30.000 Euro. Ist eine sehr, sehr, sehr schöne Uhr. Bei Cartier, immer wenn die Krone rot ist, dann ist ja aus Platin. Das ist mehr so ein Collectors-Ding, nichts für den Chat. Ja, nichts für den Chat. Ist Ja, also. eigentlich, ja. Chat, kommen wir zu eurem Geschmack. Hier haben wir eine vollgoldene, gelb-goldene Daydate mit schwarzem Ziffernblatt. Ja, aber echt, ja, so Ja, sieht's ey, du hast aus. wahnsinnig viele Uhren. Ich sage, mit die schönste Uhr in deinem Shop ist die Daydate aus Platin mit grünem Ziffernblatt und arabischen Ziffern. Jo, die ist auch noch da, stimmt. Wo haben wir die denn? Sehr seltene Uhr hier. Ja, Chat, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber die Uhr ist wirklich, Barbermäßig. die ist krass. Das ist echt eine heftige Uhr, Mann. Das ist echt eine heftige Uhr. Factory Dial, richtig, richtig. Und Factory Besatz auch. Das ist ein richtiger Ballermann. Das ist ein richtiger Ja, Ballermann. ich finde irgendwie das Arabische ist halt super. Es gibt wahrscheinlich viele, die mögen es nicht. Ich finde es super stilvoll irgendwie. Ja, das gab es ja auch nur so für die arabischen Länder, ne? Darum ist es schon etwas sehr, sehr Besonderes. Schnapper. Ein Schnapper, genau.